Hey, so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen ganz, ganz wundervollen Podcast-Gast hier im Interview, beziehungsweise eine ganz wundervolle Podcast-Gästin. Und zwar es ist die wundervolle Susan Sideropoulos. Und vermutlich kennst du Susan von ihren Büchern, vielleicht kennst du sie von GZSZ, vielleicht kennst du sie aus verschiedenen TV-Shows. Und ich habe mit Susan darüber gesprochen, wie du natürlich leicht durchs Leben gehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, wir alle machen uns manchmal das Leben schwer. Wir alle möchten manchmal Dinge nicht annehmen, Situationen nicht akzeptieren oder ja, halten einfach an Routinen fest, die uns gar nicht gut tun. Und wie du wirklich Leichtigkeit in dein Leben einladen kannst, welche Tools dich dabei unterstützen können, das erfährst du in der heutigen Folge. Und bevor wir reinstarten, möchte ich mit dir teilen, dass ich still und heimlich nach meiner Masterarbeit an einem kleinen Herzensprojekt gearbeitet habe, denn ich war den Sommer über ja ein bisschen weniger aktiv. Klar, der Podcast ist gelaufen, aber du kennst es ja sonst von mir, dass ich auch öfter mal auf Instagram live komme. Und um mich zu fokussieren, musste ich so sagen, no, Michi, focus on your Masterarbeit. Und jetzt, wo die Masterarbeit geschrieben ist, jetzt, wo ich sie einreiche, habe ich mir überlegt, dass ich ja gerne was zurückgeben möchte. Und deswegen habe ich an einer kleinen dreitägigen Masterclass gearbeitet. Das Geheimnis, selbstbestimmt und emotional frei zu leben. Und in dieser Masterclass geht es darum, dass ich dich unterstützen möchte, wenn du Probleme hast, in die Umsetzung zu kommen oder dich Ängste, Zweifel und die Meinung anderer abhalten. Was du tun kannst, wenn dir die Klarheit fehlt, wie es dir auch leichter fallen kann, Entscheidungen zu treffen und wie du dadurch durch diese Selbstbestimmtheit einfach tiefere Verbindungen zu dir und anderen aufbaust, dich mehr spürst, dich endlich zeigen möchtest, bei dir ankommst und deinem Herzen folgen kannst. Und wie gesagt, es ist eine dreitägige intensive Masterclass, die vom 11. bis 13. September stattfindet. Die ist komplett kostenfrei, einfach als liebevolles Welcome back, I'm back from my Master. Und das wird ganz viel Energie. Und ich freue mich einfach, wenn du da dabei bist. Du kannst dich über den Link in den Shownotes anmelden, dann bekommst du alle Infos. Und das Ganze ist natürlich auch live, um dich da wirklich mit all meiner Power-Energie anzustecken, weil ja, manchmal verlieren wir irgendwie über die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle, den eigenen Umgang mit dem Alltag ein bisschen Energie. Und ich möchte dich da einfach nochmal daran zurückerinnern. Du kannst selbstbestimmt leben, du kannst frei leben und du kannst dir vor allen Dingen das Leben erschaffen, von dem du immer geträumt hast. Und wenn du merkst, du möchtest endlich erfahren, wie du in die Umsetzung kommst, dich gesund von anderen abgrenzt, bei dir bleibst und dadurch deine beste Version wirst, dann sei da einfach dabei. Link findest du in den Shownotes und ich würde sagen, dann starten wir jetzt in das wunderschöne Gespräch mit Susan Sideropoulos. So schön, dass du da bist, liebe Susan. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit dir, weil ich in den letzten Wochen ein bisschen mit dir Fahrrad fahren war. Ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich dein Buch immer parallel gehört und gelesen habe. So habe ich es auch beim ersten Buch von dir gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn jemand verstanden hat, wie das mit der Leichtigkeit funktioniert, so ein bisschen wie meine Affen, die können das auch voll easy, dann bist es du. Und deswegen freue ich mich mega, heute mit dir über das Thema natürlich leicht zu sprechen. Und bevor wir tief reinstarten, würde ich dich einmal bitten, wie würdest du dich so beim Speed-Dating in 30 Sekunden vorstellen, wenn ich so ein ganz spannender Typ für dich wäre? Klammer auf. Jakob gäbe es dann nicht, Klammer zu. Oh mein Gott, das ist hart. Also in 30 Sekunden vorstellen, ja, für einen Typen, keine Ahnung, ob man dann dasselbe sagt, ja, oder ob der dann gleich denkt, so Gott, die Alte ist verrückt. Nein, aber das ist bei mir sehr lange her, dass ich das, nee, ich muss das noch nie tun. Aber gut, in 30 Sekunden Speed-Dating. Ja, also hallo, ich bin die Susan Sideropoulos. Ich bin Schauspielerin, Moderatorin, Autorin, Mama von zwei ganz, ganz tollen Jungs. Mit meiner ersten Liebe immer noch zusammen verheiratet. Ich bin Freundin und immer bleibendes Kind, glaube ich. Ich liebe Rosa. Schwer zu übersehen. Ich liebe es, mich von Dingen begeistern zu lassen. Und ja, ich freue mich
eigentlich jeden Tag auf das nächste Spektakel, das mich so im Leben erwartet. Sehr krass. Was sind so für dich kleine Spektakel, die dich erwarten? Was ist so das, was dich vielleicht besonders begeistert, auch im Alltag? Also ich muss dazu sagen, mich begeistern echt eine Menge Sachen. Ich bin da tatsächlich noch wie so ein kleines Kind, ne? Also mich in Disneyland erleben ist wirklich sensationell. Ich glaube, ich bin wirklich so, oh mein Gott. Und dadurch begeistern mich tatsächlich auch so kleine Sachen, wie so ein ganz leckeres Dessert. Da könnte ich durchdrehen wirklich vor Freude. Oder wenn ich irgendwas sehe, was toll aussieht, wie ein tolles Kleid oder irgendein Song oder Filme, Blumen, oh Gott, also eigentlich, ich glaube, der Zauber ist überall, wenn man ihn sehen möchte. Das stimmt, auf jeden Fall. Und in deinem neuen Buch geht es ja auch so ein bisschen darum, das Leben leichter nehmen, weil das Leben schwer nehmen ist dir ja zu anstrengend. Und was bedeutet Leichtigkeit für dich und wie fühlt sich Leichtigkeit für dich auch an? Ja, also ich will natürlich erstmal mit dem Vorurteil aufräumen, dass ich jeden Tag so lebe. Ne? Also definitiv habe ich da jetzt nicht die magische Formel, dass ich jetzt Leichtigkeit und so durchs Leben zu gehen, das klingt ja immer so, als hätte man keine Probleme oder als würde man die so zur Seite schieben und irgendwie ja, sich damit nicht befassen und einfach zu gucken, ach nö, ist mir jetzt egal. So könnte man es ja auch ein bisschen falsch verstehen. So ist es definitiv nicht gemeint, weil das eine geht eben gar nicht ohne das andere. Also Leichtigkeit wirklich zu leben, dafür, glaube ich, muss man auch verstehen, was so wirklich Schwere und Druck und so auch bedeutet, ne? Weil sonst wir den Unterschied ja auch gar nicht wahrnehmen können oder auch gar keine bewusste Entscheidung für das eine oder das andere treffen können. Und ja, also Leichtigkeit bedeutet für mich so ein Gefühl von so, wie man so sagt, so der Stein, der einem vom Herzen fällt. Ne? Wenn man, und deswegen meine ich, man braucht den Vergleich, ne? Wenn man sich die ganze Zeit totale Sorgen gemacht hat. Und ich bin auch so ein Typ, der sich sehr viele Sorgen macht, im Kopf gefangen ist. Und ich habe echt ein Thema mit Zeit. Ne? Ich bin immer in Zeitdruck und oh Gott, und schaffe ich das alles und mich zu organisieren. Und da könnte ich schon so ein bisschen kompliziert werden und dann in solchen Momenten sich selber zu beobachten, und das gelingt mir halt einfach immer, immer mehr, in so eine Vogelperspektive zu gehen und dann mich selber zu sehen und zu sagen so, oh nee, das ist der Weg, das ist definitiv nicht der Weg der Leichtigkeit, und ich entscheide mich für einen anderen Weg und ich sage mir, okay, das dient mir überhaupt nicht, die Gedanken dienen mir nicht, wie ich gerade bin, dient mir nicht, und dann passiert eben dieses so, dass man sich, weiß ich nicht, 2, 3 Fragen stellt, Dinge wie: Wie wichtig ist das wirklich gerade? Ist es nächste Woche noch wichtig? Hat das in einem Jahr noch eine Relevanz? Ja? Und dass man dann irgendwie sagt so, nö. Und dann merkst du so dieses Gefühl von der Stein, der vom Herzen fällt. Und dann merkt man so, ach so ist Leichtigkeit, alles klar. Auch Dinge nicht so ernst nehmen, sich selber auch nicht so ernst nehmen. Das ist, glaube ich, auch so ein schönes Gefühl, dass man dann eigentlich auch über sich selber lachen kann in solchen Momenten und sagt so, nee, das bringt gar nichts. Ja, den versuche ich auch öfter einzunehmen, aber ich bin tatsächlich auch jemand. Manchmal kann ich auch ein echtes Brett vom Kopf haben. Und dann hilft mir das immer, wenn Marc so sagt. Marc fragt mich dann immer, Marc ist mein Mann, ist das jetzt wirklich wichtig? Und dann ist so ein Teil in mir, der sagt, natürlich ist das jetzt wichtig. Und dann merke ich aber so, okay, ganz langsam kommt der Bewusstseinsshift. Das ist natürlich mein Mann Jakob auch, ja, gut, dass wir sie haben, glaube ich, Marc und Jakobs. Und ja, weil, also bei Jakob sagt immer, sein Satz ist immer so, es ist, wie es ist, ne, es ist, wie es ist, wie es ist. Und hängt auch bei uns im Wohnzimmer natürlich tatsächlich immer noch, weil ich brauche diesen Reminder einfach. Und während ein Jakob sehr in dieser Akzeptanzwelle lebt, ja, also die Dinge einfach ganz schnell so akzeptiert, wie sie sind und annimmt, während ich noch immer einen kleinen Augenblick in diesem Widerstand verharre und sage so, nein, so sollte es nicht sein,
und dann dieser Kampf, innere Kampf irgendwie beginnt, ne? Und Jakob dann sagt so, merkst du es wieder? Merkst du es? Weil ich dann einen Satz sage, mein Lieblingssatz ist, ich ärgere mich so. Und dann sagt er so, merkst du, wer dich gerade ärgert? Du ärgerst dich. Und ich so, ja, und das Gute ist natürlich, wenn man irgendwann auf so einer Ebene ist, ja, miteinander, dass man das nicht mehr so persönlich nimmt, ne? Also der macht mich aufmerksam auf diese Sachen, die auch tatsächlich dann auch so sind, ne? Dass ich dann einfach merke, okay, ist wieder wie die andere Geschichte, ne? Dass man irgendwie, wie du sagst, gegen eine Wand läuft, ne? Ja. Gab es bei dir da so einen Schlüsselmoment, wo du gelernt hast oder für dich gemerkt hast, boah, mit meinem eigenen Verhalten mache ich es mir manchmal ganz schön schwer. Gab es da so einen Schlüsselmoment für dich, wo du so gemerkt hast, und jetzt will ich es auch irgendwie anders machen oder lernen oder mich vielleicht auch mehr damit befassen? Ich glaube, es gab nicht so diesen einen Moment. Es war eher so ein Prozess, also eher ein Gesamtprozess. Dieser Moment, wo ich angefangen habe, generell Dinge zu hinterfragen, die ich hier eigentlich tue und wie ich hier durchs Leben gehe und was hat das eigentlich alles mit den Ergebnissen zu tun, die ich so erziele. Und das war, glaube ich, so der Prozess, den ich im ersten Buch beschreibe, Rosarotes Glück, quasi so mein Weg, ich sag mal, in die persönliche Weiterentwicklung, ne? Also wo man angefangen hat, Menschen zu folgen, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, sich anfängt, irgendwie die richtigen Fragen zu stellen, wo man irgendwie an diesem Punkt ist. Ja, und da, das ist, glaube ich, war ein ganzer Zeitraum. Es war jetzt nicht so ein Moment. Es gab natürlich diesen einen Moment, den ich auch im Buch beschreibe, wo ich meiner Meinung nach angefangen habe, so loszugehen für mich. Ja, also so, ich sag mal, Tiefpunkt und Wake-up-Call von Jakob natürlich, der gesagt hat, so nicht, junge Dame, wird Zeit aufzustehen und was zu verändern. Und da irgendwie die Prozesse so losging. Ja, und wenn wir jetzt im Alltag bei dir sind und Jakob sagt, es ist, wie es ist, was sind dann so drei Tipps oder drei Tools, die du uns mit an die Hand geben kannst, für alle, die vielleicht keinen Jakob zu Hause haben, die aber helfen, so aus dem Widerstand, aus der Bewertung, aus dem inneren Druck in die Leichtigkeit zu kommen, die sich so vielleicht jeder jetzt mitschreiben kann und zu sagen, okay, ist jetzt meine kleine Schatzkiste und das hilft mir vielleicht ein, zwei, drei Dinge, die man machen kann. Oder? Also definitiv ist, wie ich sie vorhin schon gesagt habe, meine Lieblingsfrage, wie wichtig ist das wirklich gerade? Finde ich schon sehr, sehr gut. Ne? Dann sich selber zu fragen, dient mir der Gedanke, den ich gerade denke? Wir glauben ja oft, wir könnten da nichts manipulieren. Oder ja, das sind halt meine Gedanken, die kommen da rein und dann kommen sie da raus. Und das ist einfach so. Aber das stimmt nicht. Und da gibt es wirklich viele, viele Übungen, die man auch dazu machen kann, um sich selber auch mal zu testen und den Fakt rauszuholen. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin ich und ich denke meine Gedanken. Und ich kann die sehr wohl manipulieren und ich kann die auch bestimmen. Und ich kann auch sagen, ich nenne das immer wie so eine Fernbedienung, ja, so das Gedankenkarussell mal kurz auf Pause drücken und sich das angucken, was ich da gerade denke und sich dann ein paar Fragen dazu stellen. Ist dieser Gedanke wahr? Ja, die meisten Gedanken sind ja nicht wahr. Es ist einfach nur eine Meinung, die ich vertrete. Und oft gerade kann man das so überprüfen, wenn man wieder in so einer Unsicherheit ist und denkt, die Person denkt das über mich. Sind das eigentlich zu 99% meine eigenen Gedanken über mich und die andere hat sich noch nicht einmal darüber total witzig, weil wenn man dann anfängt, da so ein bisschen reinzutauchen, bekommt das alles automatisch schon eine Leichtigkeit, ja, weil diese ganze Schwere, die wir, wenn wir dann merken, wir machen das selber. Das dritte ist auf jeden Fall festhalten, sage ich immer, ist so selbstgemachtes Leid, ne? Also dann so Ding, warum ist Loslassen so wichtig, ja, weil wir können
Nee, anders. Warum ist Loslassen so schwer? Ja, weil man sagt, ja, jetzt lass es mal los, ne? Ob das jetzt Menschen sind, Erlebnisse, aber auch Gedanken. Ne? Also es sind ja alles Themen zum Loslassen. In meinem Fall zum Beispiel, was ich vorhin meinte, ich ärgere mich ja ständig über Sachen. Ja? Und dann trage ich die ja noch so Tage mit mir rum. Ist ja schon längst vorbei und passiert. Ne? Und dann ist das ja, liegt es ja bei mir, wie lange ich das noch mit mir rumschleppe. Ne? Und ich versuche es in meinen Büchern immer so ein bisschen bildlich zu halten, weil ich habe das Gefühl, es hilft. Ich stelle mir wirklich so einen schweren Rucksack vor und da packe ich dann noch was rein und noch was rein. Und ich meine, wie lange kannst du das tragen? Und wir glauben einfach daran, irgendwann kommt dann jemand, der nimmt ihn dir ab und sagt, so, ich trage das jetzt für dich weiter. Ne? Und das passiert nicht. Also es wird erst alles gehen, wenn wir die Entscheidung treffen, ich nehme den jetzt ab und ich stelle den jetzt auch ab. Ich muss den nicht mehr mit mir tragen. Er bleibt ja trotzdem da. Jetzt sage ich jetzt mal, er ist passiert, was auch immer da passiert ist, bleibt da. Es ist vielleicht auch noch eine Weile sichtbar, ne? Weiß man nicht wie lang, aber zumindest trage ich ihn nicht mehr mit mir rum. Es gehört nicht mehr so zu mir. Und wir können aber nur etwas loslassen, wenn wir es vorher auch angenommen haben. Und akzeptiert haben und sagen, das gehört zu mir. Ich habe nun mal diese Entscheidung getroffen. Ich habe das gesagt. Ich bin da rausgeflogen bei dem Job. Ich habe den Flug verpasst. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist etwas, wo wir einfach, solange wir sind so, oh Mann, warum sind wir denn jetzt nicht früher losgefahren? Ich habe dir doch gesagt, du sollst vorher die Tasche holen. Warum musstest du denn das noch machen? Und da verrennen wir uns in diesem Ärger und verlängern das Leid. Ja? Und das ist so etwas, was ich im Alltag immer empfehlen würde, das zu überprüfen. Ne? Wie viel ist mein eigener, was mache ich da eigentlich alles selbst von? Und was ist wirklich in meiner Macht, ist wegzuschieben. Ja. Hast du gerade an die Geschichte aus deinem Buch, ist das, glaube ich, hast du es im Podcast gesagt, mit der Urlaubsreise, wo Jakob und dein einer Sohn entspannt geblieben sind und du und dein anderer Sohn so vermutlich 8 Schweißausbrüche gleichzeitig gehabt haben. Magst du die Geschichte einmal erzählen? Die finde ich, die hat ganz gut auch gerade dazu gepasst, auch zu dem Satz von Karin Kuschig, den kennst du bestimmt auch. Sorgen, ich kriege ihn nicht ganz zusammen, aber Sorgen machen ist sich wie ein Pflaster vorher aufkleben, also bevor man sich geschnitten hat. So. Stimmt, aber liebe ich. Ja, sie trifft so ja. Sehr gut auf den Punkt. Wörtlich. Ja, also genau die Geschichte ist in meinem Kapitel über eben Leichtigkeit, ja, wie die Leichtigkeitsverhinderer und generell. Und da starte ich im Prinzip mit einer Geschichte, um zu zeigen, wir können natürlich nicht immer das Ergebnis der Geschichte beeinflussen, aber wir können den Weg beeinflussen. Und das ist halt irgendwie die Kernessenz der Geschichte. Also ich erzähle ein bisschen davon, dass immer wenn wir in den Urlaub fahren, das kriege ich ja direkt schon Angst, wenn ich das erzähle, weil wir fahren ja schon wieder morgen in den Urlaub, bestimmt wieder irgendwas los sein. Also ist auch jetzt schon, weil es ist angekündigt, dass es Bahnstreiks geben wird. Ja, also es wird auf jeden Fall turbulent, das weiß ich jetzt schon. Also es ist immer so, dass am Anfang unserer Reisen immer alles irgendwas geht schief. Und es gehört fast schon dazu, weil das geht jetzt seit 27 Jahren so. Und ich meine wirklich so gravierende Dinge, wie eben Flug verpasst, Pässe zu Hause vergessen, zum falschen Flughafen gefahren, Koffer verloren, Benzin geht aus auf dem Weg zum Flughafen. Also wirklich Sachen, wo wir immer denken, so, das gibt's doch gar nicht, ja. Und so auch in dieser Geschichte, da sind wir nach Tel Aviv geflogen. Es war noch so in der Corona-Zeit, wo jeden Tag andere Regelungen waren. Und wir kamen zum Flughafen und wollten unsere Koffer abgeben. Und eigentlich ohne am Schalter, also selber, hatten dann aber Übergepäck. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir uns leider doch in der langen Schlange anstellen mussten, weil muss man ja nachzahlen. Und dann kamen wir endlich vorne an, Ewigkeiten und dann PCR-Test. Und wir hatten alle 4 keinen, weil ich wusste nicht, dass es immer noch nötig ist. Und wir waren aber schon zu spät und dann mussten wir da runter und den Test und warten auf das Ergebnis und die Zeit und ich und die Zeit, ja, ich bin durchgedreht, wir sind da gerannt und mein einer Sohn schon so, ich muss mich übergeben, völlig panisch mit mir und Jakob und mein anderer Sohn halt völlig ruhig, ganz entspannt, es ist wie es ist, was willst du jetzt ändern? Also entweder klappt es oder es klappt nicht, aber es wird klappen, also völlig im Vertrauen, ja, also
Und dann sind wir da hoch. Dann meinte ich, du kannst ja das jetzt schon mal einchecken. Nee, wir müssen aufs Ergebnis warten. Ich fing dann an zu weinen und habe sie angefleht. Ich so, bitte. Und habe alles verflucht, sah immer nur diese lange Schlange, durch die wir auch noch gehen müssen, Security. Dann endlich geschafft. Dann hatten wir noch 20 Minuten. Also es war also wirklich verrückt. Dann mit Vordrängeln da irgendwie vorgerannt. Ich war klitschnass, verweint und habe den ganzen Weg nur geflucht, so, oh Gott, alles umsonst, wir haben hier 300 Euro jetzt ausgegeben für irgendwelche Tests, keiner wird uns mehr danach fragen und das ist doch alles schon vorbei und wären wir jetzt mit dem Self-Check-In, dann wären wir doch schon vorne und was soll der ganze Quatsch? Angekommen und am Flugzeug und dann sagte sie, Bordkarten und PCR-Tests bitte und ich war so, okay, weil die Kernessenz ist natürlich, hätten wir Self-Check-In gehabt, wären wir spätestens da vorne gestanden und dann hätten wir definitiv unseren Flieger verpasst, weil wir hätten keine PCR-Tests gehabt. Und deswegen sagt Jakob in solchen Momenten auch immer, das Leben ist für dich, das sollte uns passieren. Es hat uns ja gerettet, ja, es hat uns geschadet, es hat uns am Ende gerettet, ja. Gibt es auch so Momente, wo das bei euch umgekehrt ist, wo Jakob so ein bisschen emotionaler wird und du die Ruhe bleibst, weil ich kenne das bei mir und Marc. Es gibt so Momente, da ist er die Ruhe selbst, aber zum Beispiel bei Reisen und Reisestress bin ich immer die Ruhe selbst und er rennt immer so und das letzte Mal waren wir in Südafrika und da wurde unser Flug gecancelt und wir mussten was anderes und dann sagten die Übergepäck zu uns, ne? Und dann hieß es, ist mir scheißegal, ich bezahle das jetzt, es ist mir ganz egal, was das kostet, unser Flieger geht auch. Dachte die, nee, es haben schon so viele Leute Übergepäck gebucht, sie müssen einen Teil jetzt vom Koffer hier lassen. Ja, was? An Johannesburg und Marc und ich, es waren einfach 35 Grad Außentemperatur, dann gefühlt 3 Hosen, 8 T-Shirts und alles an und kam so nass geschwitzt im Flieger an, der so, und ich kann dann immer noch ruhiger bleiben, aber er ist dann wirklich so, ich glaube, er ist kurz vorm Nervenzusammenbruch, während so andere Sachen, wo ich mich total aufregen kann, er so ganz ruhig bleibt. Gibt es das bei euch auch? Wie ist das so mit Leichtigkeit in der Partnerschaft bei euch? Nee, ich muss leider zugeben, Lügen. Ich bin einfach sowas von overemotional und ich bin in allen Facetten. Ne? Ich bin in Panik, panisch, in Freude, überschwänglich freudig und begeistert. Also ich bin, meine Emotionen sind wirklich groß. Und Jakob ist halt wirklich sehr realistisch, bodenständig. Weder in der einen Richtung noch in der anderen rastet der mal so vollkommen aus. Er ist wirklich sehr in sich ruhend. Und manchmal triggert mich das auch, logischerweise, weil ich natürlich mir manchmal wünsche, dass er da in meine Emotionen mit einsteigt. Ne? Und das ist dann auch so ein Streitthema lange bei uns gewesen. Aber jeder ist da einfach anders und ich habe das mittlerweile akzeptiert. Das ist sein Wesen und im Großen und Ganzen profitiere ich davon ja auch. Und er profitiert ja auch von meinem. Er mag mich zum Beispiel da gerne dann beobachten und findet das immer total faszinierend. Ne? Der sagt immer so, boah, so einen Film gucken, ich gucke eigentlich gerne eigentlich nur nach rechts, weil ich mir angucke und das nicht fassen kann, wie du so 2 Stunden, er meinte, was in deinem Gesicht passiert während so einem Film, ja, zwischen Weinen und Lachen und oh Gott, und dann, also so drin in der ganzen Geschichte, dass er sagt so, wow, eigentlich wünsche ich mir das ja auch ein Stück weit, aber nicht sein Wesen. Krass, ja, bei Marc ist auch wirklich nur das Reisen. Marc hat früher die Reisen gemacht und dann meinte ich, wir trampen jetzt. Ja, erzähl. Genau, nee, und deswegen ist das so auf jeden Fall sein Stressthema. Das ist hart außerhalb seiner Komfortzone lange gewesen. Mir ist doch eine Sache eingefallen, jetzt muss ich doch eine Sache sagen. Jetzt, es gibt einen Stressfaktor von Jakob, wo ich ruhiger bin als er. Es gibt einen. Yes. Autofahren. Er ist ein gestresster Autofahrer. Also nicht immer, aber Stau ist für ihn wirklich das Schlimmste. Und da bin ich total ruhig. Ne? Also da habe ich überhaupt gar kein Thema mit. Aber das liegt bei ihm auch ein bisschen, das ist dann ja auch größer meistens, ne? Weil dieses so nicht aus einer Situation rauskommen, so machtlos da drinnen zu stecken und nicht wissen, wie lange das geht, das macht mit ihm einfach irgendwas. Ne? Und da wird er sehr nervös und unruhig und da bin ich dann eher die
Ja, also haben wir doch ein Thema, wo wir Buddha spielen dürfen. Nicht hier am Flughafen und Susan beim Autofahren. Sehr cool. Und habt ihr so in eurer Beziehung Rituale, die Leichtigkeit reinbringen? Rituale würde ich es nicht nennen, weil es nichts Regelmäßiges hat. Wir sind aber schon so, dass wir Situationen schnell greifen und sie nehmen, oder wie sagt man so, ja, dass wir sagen so, okay, jetzt haben wir den Moment und nutzen ihn irgendwie für irgendwas für uns. Und das bringt schon Leichtigkeit, ne? Weil man dann nicht so schiebt, ne? Sondern sagt so, ah, okay, bist du gerade in der Nähe? Okay, komm, ich habe jetzt eine halbe Stunde. Wir laufen, gehen spazieren, gehen Eis essen, keine Ahnung. Also so ein bisschen so, und da sind wir beide super offen und freuen uns über so eine Situation, wenn die dann kommt, ne? Und ich glaube, das bringt schon viel Leichtigkeit, dass wir beide, keiner von uns ist dann so in diesem Struggle, so, oh nein, oh nein, und wir müssen ja noch das und das und das und das und sich so verrückt machen vom Leben, das so eh so schnell ist, sondern wir können da beide gut für so Momente immer Ja, aussteigen. voll gut. Das hängt ja auch viel damit zusammen, dass du meintest, das ist ja eine Wahrnehmungssache, ne? Nimmt man wieder einen Kaffee am Morgen, nimmt man den wahr oder lässt man das vorbeiziehen? Wie schärfst du da deine Wahrnehmung im Alltag? Weil du sagtest, der ist ja manchmal schnell. Aber wie gelingt es dir dann vielleicht trotzdem dieses kleine Glück und auch diese Momente, die ja Leichtigkeit reinbringen können, an denen einfach so viele Menschen ja auch vorbeifahren. Die sind auf 130 und dann steht da irgendwie Abfahrt Leichtigkeit, aber man hat so nach vorne geguckt, dass man so denkt, vorbeigefahren, vorbeigefahren, vorbeigefahren. Was hilft dir da mal auf die Bremse zu treten und wirklich zu sagen, ich nehme das jetzt bewusst wahr, ich fahre hier mal ab, auch wenn ich öfter mal so ein Zeitstruggle mit mir habe? Ja, es ist wirklich eine Übungssache. Also, weil natürlich dann immer, ne, die Stimme im Kopf lauter wird und sagt so, nein, und nicht jetzt, und das muss auch noch alles fertig gemacht werden. Und wenn du es nicht machst, dann macht es auch keiner. Und dann liegt das hier alles rum. Und die Wäsche muss noch aufgehängt werden und die Küche muss noch aufgeräumt werden. Und eigentlich muss noch tausend Sachen gemacht werden. Und ja, also ich kann das aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut, dass ich mir das dann auch angucke und sage und mir diese Frage stelle, wie wichtig ist das wirklich gerade? Und sage, dann stehen die Sachen da noch bis morgen. Also, who cares, ne? Also irgendwie, die kriegen jetzt nicht Besuch. Und auch wenn, auch da, also da bin ich so frei mit so Bewertung und alles muss so irgendwie super schick sein und man zeigt etwas, was vielleicht gerade nun mal nicht real ist, ja. Also wenn ich doch dann Freunde zu Besuch habe, also jetzt keine Ahnung, wir haben jetzt gerade den Podcast, gleich kommen zwei Freundinnen vorbei, weil wir noch über ein anderes Thema sprechen, so ein kleines Meeting haben. Und klar denke ich jetzt gerade, warte mal, habe ich überhaupt den Frühstückstisch abgeräumt? Nee, alles steht noch da. Jetzt gleich und alles ist noch irgendwie gar nicht aufgeräumt. Das sind so eine Momente, die, glaube ich, viele kennen, wo andere schon durchdrehen würden. Die würden jetzt in dem Gespräch hier oder in dem Meeting sagen, so, oh Gott, ich muss ja jetzt gleich noch, und dann macht das so viel Stress, ja, aber ich meine, dann stehen da noch drei Teller und die Cornflakes von den Kindern und dann sagt man, kommen die rein, sagt man so, oh, Leute, ich habe noch gar nicht geschafft, den Tisch abzuräumen, ja, setzt euch schon mal hin, ich räume das jetzt hier noch mal kurz weg. Ich meine, das ist das Leben, Ja, oder? was ich gerade richtig, richtig wichtig fand, was du auch gesagt hast, es ist einfach ansprechen, wie es ist. Also einfach zu sagen, Leute, ich habe nicht geschafft, den Tisch abzuräumen und es einfach benennen, bringt ja dann total viel Leichtigkeit rein. Ich kenne das von meiner Mama. Meine Mama verfällt dann in so ein Rechtfertigungs Ding und es macht es ihr nur schwerer. Und ich sehe so in diesem Moment, sie kämpft, sie kämpft, sie kämpft. Und ich so, Mama, ist mir total egal, wenn ich dich besuchen komme, ob du den Teppich achtmal vorher gesaugt hast oder nur dreimal. Ich bin wegen dir hier und meine Mama hat so einen Karo-Teppich. Ne, da siehst du irgendwie, egal welche Fleckfarbe, also welche Krümel es sind. Dunkle Krümel siehst du mal auf dem weißen Karo und helle Krümel siehst du mal auf dem schwarzen Karo. Und ich denke mir immer so, sie kämpft dann so richtig in ihrer Rechtfertigung mit sich, anstatt einfach zu sagen, den Teppich habe ich noch nicht gesagt.
Genau. Ich glaube, deine Mutter braucht einen neuen Teppich. Oh Gott, meine Mutter braucht keinen neuen Teppich. Meine Mutter hat eine Teppichliebhaberei. Die hat, glaube ich, 30 Teppiche in ihrem Haus liegen. Also bitte nicht noch einen Teppich. Hat mein Papa auch schon gesagt. Karin, du hast Teppichkaufverbot. Okay, alles klar. Oder ein Teppich muss raus. Der Karo-Teppich. Nein, wir wollen dir das ja nicht nehmen. Aber du hast absolut recht. Und da zitiere ich auch nochmal die Karin Kuschick, weil sie das auch so schön sagt, immer das Offensichtliche zuerst benennen. Ne? Und das finde ich in allen Lebenslagen sehr stark. Ne? Da gibt es so eine Abkürzung, die ist dann STOP, S-T-O-P, und das ist Say the Obvious Promptly oder so, glaube ich. Das ist total schön, auch in der Kommunikation, auch im wenn irgendwas im Raum steht, ne, mit einer Freundin, mit dem Partner oder so, ne, dass man dann oft so, auch gerade wenn man irgendwas gemacht hat, was einem vielleicht ja auch im Nachhinein leid tut, hatte ich auch kürzlich eine Situation mit einer Freundin, ich habe vergessen, ihr irgendwie was Bescheid zu sagen und sie hat eigentlich gewartet. Und dann 2 Stunden später oder so bekam ich so eine Nachricht, so, was ist denn jetzt? Und ich war so, oh, shit, ich habe gar nicht geschrieben. Und dann ging ich aber, sofort gehst du in diesen Modus rein, naja, also wenn es ihr jetzt wichtig gewesen wäre, hätte sie ja auch nochmal nachfragen können, so nach einer Stunde, das ist ja nicht nur meine Schuld und ich habe ja auch noch das gemacht und das gemacht und jetzt, dann würde man so da reingehen in das Gespräch. Ja, aber jetzt hättest du das machen können und außerdem hatte ich noch das. Und in dem Moment ist ganz cool, da habe ich an diese Sache gedacht und dachte, nee, ich rufe sie jetzt an und sage, ey, voll doof von mir, ja, also ich habe das voll vergessen, kann ich jetzt leider nicht mehr ändern und tut mir total leid, wie gehen wir jetzt damit um, was machen wir jetzt, ja, und dann ist es so, das bringt so viel Leichtigkeit, weil die andere ist ja sofort in so einem Modus so, ey, ist okay, also es kann ja jedem passieren, ja. Ne, also. Und das ist wirklich schön, weil dann geht man gar nicht, weil wenn ich jetzt in diesen Rechtfertigungsmodus gehe, dann ist sie natürlich wieder in ihrem Rechtfertigungsmodus, aber ich habe doch auf dich gewartet und ja, und dann löst man das eigentlich relativ schnell auf. Voll gut. Das ist auf jeden Fall so ein Top-Tipp für Leichtigkeit in Beziehung. Und als Abschlussfrage, als ich einer Freundin erzählt habe, dass ich mit ihr spreche, beziehungsweise meiner Schwester, hat sie gefragt, wie machst du es mit Leichtigkeit und Kindern? Also, was ist da so? Also, sie hat auch einen Sohn, der wird jetzt 9. Und wie lebt ihr das zusammen? Habt ihr da Rituale? Was waren vielleicht auch so deine Tools, Techniken, Tipps, Tricks? Rosa bringt da ja nicht so viel. Ja, also du, Kinder ist wirklich ein Thema für sich. Und wenn ich da habe ich definitiv nicht den ultimativen Tipp. Also dafür ist jeder Tag zu verschieden. Dafür sind Kinder zu verschieden. Dafür sind wir zu verschieden. Also mit Erziehungstipps halte ich mich total bedeckt. Ne? Also das habe ich auch im ersten Buch ein bisschen beschrieben, im Kapitel Mama sein, weil diese Ratschläge in Beziehung auf Kids sind wirklich Schläge, definitiv. Wir wissen es alle nicht besser. Ich habe für mich einfach herausgefunden, richtig ist das, was funktioniert. Das ist so meine Formel, die ich immer wieder sage. Und wenn etwas es kann ja etwas für deine Schwester zum Beispiel total aufgehen, wo ich dann mir angucke und denke, so, oh Gott, das würde mich ja total irre machen. Keine Ahnung, als ich kleine Kinder habe, habe ich ständig zu meinen Freundinnen gesagt, ja, ist voll einfach, ich nehme die überall mit und die schlafen auch überall und wieso nimmst du denn dein Kind jetzt abends nicht mit ins Restaurant und das ist im Kinderwagen, bei mir war das immer so und so und die dachten immer nur so, ich kann mein Kind nicht abends mitnehmen. Und das ist wirklich so, und das war aber auch für die gar nicht schlimm. Sie wollten es gar nicht anders, ja. Und das ist immer diese aufgedrängten Dinge, wo wir glauben, das ist das Richtige. Also wirklich auch da zu gucken, was ist meine Dinge, die für mich einfach sich gut anfühlen, sich da gar nicht in Vergleich bringen, weil das ist wirklich, glaube ich, das, was die meiste Schwere und Druck bei Kindererziehung bringt. Dieses nach rechts und links gucken und denken, oh Gott, der kann jetzt schon laufen und wieso kann der eigentlich schon reden? Also es ist dann immer wieder irgendwas, wo man denkt, ich mache das nicht gut genug. Und da wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, nö, ich mache das so, wie es für uns sich gut anfühlt. Und man hat mir immer gesagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ich immer so, ja.
Heute sage ich ja, das stimmt. Weil es geht immer um mehr. Es geht noch mehr um mehr und um so relevante Themen. Ja, und man hat da ein bisschen Angst, Fehler zu machen. Und ich habe da auch Angst, Fehler zu machen. Aber ich sage auch immer, was mir hilft, ist wirklich, sich an den Menschen zu orientieren, wo ich das Gefühl habe, so will ich das auch haben. Man orientiert sich oft an anderen, weil man denkt, oh, die können irgendwas besser, aber vielleicht machen die den Weg gar nicht so cool, wie ich es gerne hätte. Sondern ich habe mich immer so an entspannten Eltern orientiert und gedacht, so, okay, wie machen die denn das und so, ne? Dass die sehen irgendwie happy aus in ihrer Bubble da. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da ein bisschen guckt und auch sagt so, aha, das finde ich gut, dann nehme ich mir das als Inspiration und das hat aber gar keinen Druck. Das hat eher was von Inspiration. Ja. Die kam mir nur gerade, die Frage, bevor es unsere Abschlussfrage gibt, die kommt immer, wenn ich sie nicht vergesse, bin so ein Vergesslichen. Du hast ja auch eine Katze. Welchen Einfluss haben die Tiere und die Natur für dich auf das Thema Leichtigkeit? Also wenn ich mit Tieren bin, dann habe ich so immer das Gefühl, ich berühre die und ich bin schon wie in einer anderen Welt. Also dass so mit dem Zusammensein, mit dem in der Natur sein, ganz viel von mir auch einfach abfällt, auch wenn ich mal so ein Brett vorm Kopf habe. Kennst du das? Also ich muss jetzt erstmal vorweg sagen, das hörst du sicherlich nicht gerne. Aber es hat sich auch verändert. Ich war, bis wir jetzt unsere Katze haben vor einem Jahr, Kater, das ist, aber ich sage irgendwie immer Katze, nicht so ein tierverbundener Mensch. Ja? Also ich hatte zwar auch als Kind 17 Jahre eine Katze, ich bin mit einer Katze groß geworden. Also diese Katze habe ich auch sehr geliebt. Aber ich hatte jetzt nicht so dieses typische, wenn ich irgendwo reinkam und dann war da ein Haustier und ich bin schier durchgedreht oder ich war auch nie ein Pferdemädchen oder, also da habe ich nie so diese Zugänge gehabt zu diesen Sachen. Ich war so ein typischer Bravo-Teenager mit meinen Popstars, bin auf Konzerte gegangen. Also es war fern von irgendwelchen Bauernhöfen oder dass mich das irgendwie, oh Gott, der süße Hund und ich flippe jetzt aus. Null. Und auch als Erwachsene nicht. Also ich habe immer gar nicht das so nachvollziehen können, wenn so Menschen von Tieren sprechen, als wären es irgendwie Menschen. So. Und das Verrückte war, diese Geschichte mit unserem Kater, wie der zu uns kam. Und also meine Kinder wollten natürlich immer ein Haustier und das hörte nicht auf, ja. Ja, und unbedingt. Und mein Mann ist aber auch allergisch. Das ist noch die nächste Geschichte. Der ist allergisch gegen Hund, Katze, Pferd, alles, ja. Und dann habe ich trotzdem irgendwann gesagt, wollen wir mal ganz kurz realistisch den Gedanken nur mal zulassen, wie es wäre, wenn wir so eine Katze hätten. Und dann habe ich das zugelassen. Und wie das Schicksal so ist, schickte mir eine Freundin ein Foto und meinte, meine Freundin hat Katzenbabys. Und suchen neue Eltern. Und ich war so, oh mein Gott, alles klar, das muss zu uns. Und dann sage ich noch zu meinem Mann so, lass uns nur hin. Oh Gott. Ja, wie du dir denken kannst, ist aus Gucken, wir nehmen sie mit, ohne drüber nachzudenken und gar nicht zu Ende gedacht. Ja, auf dem Weg nach Hause, okay, warte mal, was brauchen wir? Katzenklo, dies, das, jenes, kurz alles besorgt. Und wir haben aber mit der Mutter da gesprochen, wir nehmen uns eine Woche einen Testlauf. Wenn das gar nicht funktioniert und Jakob so doll mit der Allergie zu tun hat, dann müssen wir das leider, die Idee revidieren. Das haben wir auch mit unseren Kindern so kommuniziert. Und es hat dann funktioniert. Und die Heilpraktikerin von meinem Mann, der macht seitdem ganz viel für diese Allergie, die so gut wie gar nicht mehr da ist, hat auch gesagt, wenn man ein Tier wirklich aus eigenen Stücken, also jetzt nicht, weil man der Partner ein Tier hat und man muss jetzt irgendwie, sondern wirklich aus eigenen Stücken ist die Chance sehr groß, diese Allergie zu überwinden. Und das ist wirklich so. Also, weil da irgendwas passiert in dir. Und mein Mann, der Katzen noch nie mochte, das ist die größte Liebesgeschichte auf diesem Planeten. Also, die beiden und wir alle eigentlich, ne? Also das ist so krass, es ist richtig so vermissen und freuen, nach Hause zu kommen und dieses, ja, und das ist, da ist so viel Liebe und
Ruhe, ja, wie du schon sagst, also da ist ganz viel Ruhe und bei den Kindern, die wachen mit viel mehr Freude auf, weil der Kater da ist, das ist schon, das hat ganz viel der Familie geschenkt. Voll gut. Kannst Jakob sagen, dass Primaten eine andere Haarstruktur haben. Das heißt, müssen nicht allergisch auf Affen reagieren, weil er das bei Hunden kann sehen. Affen, weil du ganz am Anfang du das irgendwas mit den Affen gesagt hast, hast du gesagt, das ist wie bei meinen Affen, die, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zusammenhang du da die Affen erwähnt hast, aber da musste ich nochmal schmunzeln innerlich, weil kennst du, oh Gott, jetzt hänge ich. Warte. Ich warte. Das muss ich zusammenschneiden. Diese neuen Persönlichkeitstypen. Wie heißen die nochmal? Enneagramm. Nee, kenn ich nicht. Kennst du Enneagramm? Das war Teil meiner Coaching-Ausbildung, auch das Enneagramm. Und da gibt es neuen Persönlichkeitstypen. Ist jetzt zu kompliziert, um es anzureißen. Aber mein Persönlichkeitstyp ist übrigens der Optimist. Haha. Überraschung, Überraschung. Aber das hat nicht immer nur gute Seiten. Das hat auch viel Vermeidungsstrategie. Ne? Man will gerne sich mit Trauer und Angst verbinden und so weiter und so fort. Und jeder Enneagramm-Typ hat auch ein Tier, mit dem man sich ähnlich ist. Und mein Tier ist der Affe. Weil die sagen, der Typ 7 springt immer wie von Baum zu Baum zu Baum zu Baum, ist immer in Bewegung, geht von einem Projekt ins andere und hat wenig so Bodenhaftung, ja, sondern ist immer in Bewegung und lustig und fröhlich irgendwie. Und ich fand das Bild total süß. Das muss ich nochmal mit dir teilen. Ja, voll schön. Ich mag das auch so. Also es gibt ja auch verschiedene Affenarten. Also Jakob wäre eher so eine Meerkatze wie mein Marc. Die sind so ruhig und entspannt und die sind auch voll vorhersehbar. Ne? Von so einer Meerkatze, da hast du nicht so einen Rangeskampf und ich bin so ein Pavian. Die sind so ein bisschen wie du und ich. Die sind ultra happy. Die haben so eine richtig starke, strahlende Persönlichkeit. Aber die können auch von einem auf einen anderen Moment so sich richtig in Sachen reinsteigern. Also ist da auch ganz spannend, was, wenn man mit den Tieren zusammenarbeitet, was das über die Persönlichkeit aussagt und mit welchen Arten man zurechtkommt. Weil Marc manchmal so, die Paviane sind so impulsiv und ich so, die Meerkatzen sind so langweilig. Und das passt sehr, sehr gut aufeinander. Wirklich. Aber diese sind ja, auf jeden Fall. Und meine Abschlussfrage ist immer, stell dir vor, ich rufe dich in 5 Jahren von heute an und ich habe bis dahin eine Spendenlotterie gegründet. Und ich sage zu dir, liebe Susan, es gibt bestimmt ein Projekt, ein Thema, was dir ganz besonders am Herzen liegt. Und es ist egal, ob es Kinder, Tiere, Meere, Weltraum, Technik, was auch immer ist. Und ich habe 1 Million Euro zur Verfügung. Wo darf ich diese in deinem Zweck, in deinem guten Namen hinspenden? Tolle Frage. 1 Million ist viel. Ich glaube fast, dass ich sie aufteilen würde, weil alle in, also klar, da kann man natürlich echt viel reißen mit 1 Million in einer Organisation. Also ich bleibe so ein bisschen meinen Organisationen treu, die ich schon über Jahre begleite. Und das ist die Arche, das Kinderhilfswerk Arche, die viele, viele Anlaufstellen in Deutschland bereits haben und dadurch natürlich auch sehr angewiesen sind auf ganz viel Hilfe, um das eben auch aufrechtzuhalten, was die da mittlerweile aufgebaut haben. Und bei der Arche geht es darum, dass wirklich sind krasse Zahlen, ja, 40% der Kinder in Deutschland leben unterhalb der Armutsgrenze. Das ist uns gar nicht so bewusst. In unserem privilegierten Alltag, ja, aber wenn man sich damit befasst, fehlt es denen wirklich an grundlegenden Dingen, ja, aber viel mehr als dass sie, also weil wir oft denken, es gibt keine Armut, echte Armut in Deutschland, ja, es ist natürlich nicht diese Armut, wie wir sie aus Dritte Weltländer kennen, ja, natürlich, die haben noch ein Dach über den Kopf und der Staat hilft, logischerweise. Was aber passiert, ist eine totale soziale Armut. Und die ist viel stärker, gefährlicher, weil diese ganze Gesellschaft sich in sich immer wieder von vorne wie in so einem Rad dreht. Keiner kommt da eigentlich raus. Das hängt auch mit Finanzen natürlich zusammen, weil
wenn du da in Hellersdorf bist, das ist ein Teil von Berlin, da denkst du, du bist gar nicht mehr in Berlin. Ja? Also wirklich Plattenbau und unendliche Weiten. Ja? Diese Kinder, die dort leben, die waren noch nie am Brandenburger Tor. Oder, also die kommen halt einfach auch nicht raus aus diesem kleinen Mikrokosmos. Ne? Und weil natürlich da, wenn wir uns mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, da natürlich es an allen Ecken und Enden fehlt. Ja? Da sind die Glaubenssätze ganz schräg, ganz woanders. Ja? Also die Wert, wer bin ich eigentlich und bin ich überhaupt irgendwas wert auf dieser Welt? Wen interessiert es eigentlich, ob ich da bin oder nicht da bin? Ne? Und da die Arche gibt nicht nur eben eine Anlaufstelle für Essen und Trinken, dass die was bekommen, Hausaufgabenhilfe, dass die nach der Schule dahin kommen können. Es geht vielmehr um das offene Ohr und dass da überhaupt jemand ist, der dich fragt, wie es dir geht. Und deswegen, jetzt wo ich so viel darüber geredet habe, gebe ich meine ganze Million der Arche. Voll gut, ja. Ich finde das total spannend. Wir haben ja viel zu wenig auf dem Schirm, was es alles gibt und was man alles unterstützen kann. Deswegen verlinke ich auch das natürlich unten für jemanden, der jetzt denkt, cool, das möchte ich auch unterstützen und danke auch fürs drauf aufmerksam machen, weil jeder kann ja irgendwo mithelfen. Deswegen finde ich das immer ganz cool und ganz spannend, wo sich jeder so ein bisschen engagiert. Danke für deine Zeit. Gibt es zum Abschluss irgendwas, was dir noch wichtig ist, wo du so sagst, das möchte ich nochmal erwähnen. Wir haben deine beiden Bücher, die verlinke ich auch unten, Webseite, Instagram, deinen Shop. Man kann sogar signierte Bücher bei dir bestellen, was richtig geil ist. Arche verlinken wir. Ist sonst noch irgendwas wichtig für dich? Ja, was ist mir wichtig? Ja, also wichtig ist natürlich, dass die Message, die ich mir erhoffe, nach außen zu tragen, dass die auch ankommt, dass, ja, dass man sich dem öffnet. Und ich würde einfach nur nochmal sagen, dass meine Bücher, also das ist zumindest die Grundidee, die ich dahinter habe, wirklich für jeden sind. Und man weder irgendwie was vorher wissen muss. Es ist sowohl für den Menschen ein gutes Geschenk, wo man vielleicht sagt, oh Gott, meine Freundin, ja, die hat überhaupt noch nie was von persönlicher Weiterentwicklung gehört. Ich würde dir so gerne so einen Zugang ermöglichen. Glaube ich, ist das eine gute Idee. Aber auch für alle, die sich total viel schon damit beschäftigen, glaube ich, ist ein ganz schöner Reminder, wo man einfach sagt, so, ich brauche den selber, ne? Dass man einfach sagt, so, oh Gott, stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Und es sind so kleine Sachen und es ist wirklich so machbar. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding, weil das bringt so Leichtigkeit, ne? Zu sagen, ein Buch bringt ja auch manchmal so, jetzt müsst du ein ganzes Buch lesen, ja? Also das ist für manche schon so groß und schwer und viel. Da würde ich gerne den Druck nehmen und sagen, nee, dieses Buch ist ein Praxisbuch, aber es geht so nebenbei. Ja. Es ist wie so eine nette Komödie sehen im Kino und abends liegt man im Bett und denkt so, oh krass, war eigentlich total viel Message drin. Ja? Ich muss da nochmal kurz drüber nachdenken. Und eher so, ich sage mal ein Umdenken ohne Nachdenken. Ich glaube, das trifft es am besten. Ja, voll schön und ist auch so. Und ich finde, du gibst einen ganz guten Zugang, weil du sehr, also es klingt jetzt so gemein, ne? In ganz Stereotyp denkt meine Mama, alle, die mit sich, hat früher gedacht, alle, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, rasieren sich nicht unter den Arm, tragen nur Wollsocken und weiß ich nicht. Also so ganz Stereotyp, die Hippies aus den 80ern. Und ich finde es schön, weil du so einen breiten Zugang schaffst zu einem Thema, was, glaube ich, sonst viele Menschen gar nicht erreichen würde. Deswegen da auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke an dich. Danke für deine Zeit und ich drücke die Daumen, dass beim Urlaub morgen und übermorgen nichts schief geht. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ach, herrlich. Das war so ein cooles Gespräch. Ich konnte mich auf so vielen Ebenen wiederfinden. Ich bin halt auch so ein Emotionsflummi und kann die krasseste Begeisterung und die krasseste Liebe und die krasseste Freude für irgendwas empfinden. Und ich kann mich auch krass doll ärgern, muss ich sagen, jetzt mal hier, wie es ist. Deswegen war das einfach total schön. Und wie gesagt, du findest alles von Susan unten in den Shownotes verlinkt. Ihre Bücher, ihre Webseite, ihren Shop. Also klick dich da super gerne durch. Und ansonsten ist es so, dass wenn du dir diesen Sommer was Gutes tun möchtest, vielleicht wieder ein bisschen mehr in Verbindung mit dir kommen willst, also auch auf dich achten willst, dich priorisieren willst, emotional in Balance kommen möchtest oder auch einfach sagst, Mensch, Michi, ich darf mal lernen, das Leben ein bisschen leichter zu nehmen,
dann melde dich super gerne zu meiner kostenfreien Reconnect-Challenge an. Da bekommst du einen Selbsttest und da kannst du für dich einmal testen, boah, wo verliere ich mich denn im Alltag? Was sind denn immer die Situationen, an denen ich die Verbindung zu mir, meinen eigenen Bedürfnissen, meinen Emotionen, meiner Leichtigkeit verliere? Dann bekommst du eine individuelle PDF geschickt mit Tipps und Tools und ja, sofort Dinge, die du einfach umsetzen kannst und ein paar Tage später nochmal eine Gehmeditation, die dich auch wirklich unterstützt, auf dich zuzugehen und einen Tag später sogar nur. Also machst den Test, bekommst die Auswertung und am nächsten Tag ist die Meditation. Und das war einfach so mein Gedanke, dich den Sommer über, aber jetzt auch bis ins Ende des Jahres echt zu unterstützen, für dich loszugehen. Und ja, es ist einfach nur ein kleines Goodie von Herz zu Herz. Deswegen melde dich super gern an, lad es dir runter und dann freue ich mich, wenn wir uns bei mir auf Instagram sehen, @michiswildlife. Da kannst du mir folgen, kannst du den Affen folgen, da kannst du, ja, einfach durch meine wilde Welt stöbern. Ich mache hier super viele, viele Dinge. Bin hier in Deutschland mit meinem Verein, bin in Schulen, schreibe meine Bücher, gebe Kurse und in Südafrika, Simbabwe und anderen südafrikanischen Ländern, ja, bin ich unterwegs, leite Gruppenreisen, baue Projekte auf, bin als Tierschützerin für Primaten unterwegs, ziehe die Tiere auf, verbringe mein Leben zwischen den Affen. Also ja, es ist auf jeden Fall ein verrücktes, buntes, rosarotes oder dschungelgrünes oder savannengelbes Leben. Aber ja, das Leben kann einfach schön sein, wenn du anfängst, bewusste Entscheidungen zu treffen und für dich loszugehen. Und vielleicht ist ja die Reconnect Challenge wirklich die erste Entscheidung, nochmal zu sagen, ich gehe los für mich, ich gehe los für Leichtigkeit, ich gehe los für meine Bedürfnisse. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich da irgendwie supporten kann. Und ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche im Affenzirkus Podcast. Ich schicke dir eine ganz, ganz große Herzensumarmung und würde sagen, keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi. Thank you.